Ja, Frau Labert, Sie können mich doch nicht allein lassen. Jetzt in meiner Schicksalsstunde. Wegen Renovierung geschlossen? Ach so, wegen dem Allgäuer. Ja, und wie komme ich jetzt in mein Büro? Ah ja, raffiniert, hab ihn. So, und was macht mein Kaffee und mein Käsekuchen? So, kleinen Moment. So, also bei aller Liebe, Frau Labern, ich meine, diese Architektin seiner drei Kinder, das mag ja Ihr absoluter Traummann sein, aber ich bin immer noch Ihr Brötchengeber. Also, Sie setzen sich jetzt in Ihr Auto, kommen Sie hierher, ja? Weil um 15 Uhr müssen Sie die allentscheidende Gemeinderatssitzung mitprotokollieren. Ja, und Moment, Moment, und dann kaufen Sie noch einen ganzen Käsekuchen. Also, bis gleich. Mein Büro. Ehrlich, was soll das? Und wo ist Schwester Hildegard? Ich brauche dringend einen Kaffee und ein paar Kekse, sonst stehe ich das nicht durch. Sie können auch wieder gehen. Wieso? Sie wollten doch Ihre Antrittsvorlesung mit mir durchgehen. Wie war noch gleich der Titel Ihres Seminars? Irgendetwas über Apologetik. Ehrlich gesagt, vielleicht sollten Sie eine etwas griffigere Formulierung finden. Wenn ich Sie schon nicht behalten kann, können es Ihre Studenten erst recht nicht. Das Seminar habe ich abgesagt. Wie bitte? Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie möglichst kommentarlos auch wieder gehen würden. Ich fühle mich nicht in bester Verfassung. Elisabeth. Bitte, Gottlieb. Also, bei aller Liebe und allem Verständnis. Aber ich gehe nicht, bevor Sie mir nicht sagen, was in Ihnen vorgeht. Wenn Sie mir nicht vertrauen können, wem dann? Ich bezweifle, ob das, was wir so tun, überhaupt noch irgendeinen Sinn macht. Aber damit muss ich allein fertig werden. Sie sind nicht allein. Gott ist allgegenwärtig, auch und vor allem, wenn wir an ihm zweifeln. Da bin ich mir nicht so sicher. Elisabeth, Superbia, die erste der sieben Todsünden, Hochmut, Eitelkeit. Nein, Gottlieb. Traurigkeit. Endlose, tiefe Traurigkeit. Und falls es eine Sünde sein sollte, dann hat man sie im Katechismus vergessen. Herr Böller, ja. Ich bin's. Ja, komme. Also gratuliere ich. Diese Idee mit der Renovierung, genial. Ja. Hätte von mir sein können. Naja, Sie sehen ja schon wieder ganz manierlich aus. Finden Sie? Mhm. Sind Sie fündig geworden? Weil um 15 Uhr ist die Gemeinderatssitzung und ich muss diesen Hyänen etwas zum Fraß vorwerfen. Nö. Also, waren Sie bei dem Herrn Bannholzer? Ja, natürlich. Der stellt sich auf Stur. Sagen Sie bloß, Sie haben nichts erreicht bei ihm. Genau. Oh, Herr Wöller. Ja, ich meine, dieser Mann muss sich erst mal daran gewöhnen, dass sein Töchterlein nicht mehr sein Ein und Alles ist, ja? Nach dem Tod von seiner Frau hat die Christa sich ja richtig an ihn geklammert, die hat ihm ja den Haushalt gemacht und alles. Haben Sie ihm gesagt, dass sie ein Kind erwartet? Ja, hätten Sie mal erleben sollen, ja? Wäre fast mit dem Hammer auf mich los. Oh, meine Güte, wenn man nicht alles selber macht. Jetzt warten Sie erst mal ab, bis ich wieder in Amt und Würden bin. Morgen, bitte nehmen Sie Platz, ja? Da kommt der angewetzt mit Schuhsohlen die Qualme, das verspreche ich Ihnen. Weil es geht nämlich um einen Auftrag von 100.000 Euro. Ja. So, jetzt sind Sie dran. Wer ist das? Dr. Allgäuer. Dem schwimmen die Fälle davon. Der wird nervös. So, und jetzt verraten Sie mir doch bitte. Haben Sie das Gspusi von Huber weich gekocht? Ja. Ja, supi. Also, wenn Sie nicht im Habitat wären, Schwester, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich würde Ihnen einen Kuss auf die Stirn verpassen, ja, dass Sie drei Wochen lang mit einem Knutschfleck herumlaufen. Jetzt warten Sie mal, bis ich fertig bin, okay. Ja? Also, die Frau Mautz hat zugegeben, dem Herrn Huber zuliebe 44 Stimmen für Sie bei der Auszählung nicht berücksichtigt zu haben. Allerdings musste ich ihr versprechen, dass das nicht publik wird. Ja, Schwester, und Ihr Freund Huber hat praktisch auch zugegeben, dass er die Frau Mautz dazu angestiftet hat. Mit japanischen Gelagen und einem Diamantring für 19,99 Euro. Also, was? Allerdings kommt er auch nicht als Zeuge in Frage. Ich weiß, Moment mal. Ich meine, das sind doch alles kriminelle Schübe. Ja, die muss man doch festhalten. Lass mich doch mal bitte ausreden.
Natürlich werden Sie bei der Nachzählung als Sieger hervorgehen. Und zwar mit 37 Stimmen, wenn die Frau Mautz sich nicht verrechnet hat. Wie das? Ja, weil die Frau Mautz die 44 Stimmzettel wieder untermischen wird. Was sie allerdings nicht tun kann, wenn sie in Handschellen abführen lassen. Ja. Können Sie mir folgen? Ja, ja, schwer, aber es geht. Und das Gleiche gilt für Ihren Freund Huber, weil wenn das publik wird und die Presse das breitreitet, dann muss die Wahl wiederholt werden. Und ich glaube nicht, dass es in Ihrem Interesse ist, bei dem hauchdünnen Vorsprung, den Sie hatten. Ja, um Gottes Willen, nein! Also, dann sind wir uns einig. Sind wir uns einig? Ja. Ja. Und da Sie ja nur den Bezirk Alter Markt nachzählen müssen, werden Sie spätestens 2 Stunden nach Ihrer Gemeinderatssitzung das Ergebnis haben. Ja. Und dann werde ich mein Feuerwerk abbrennen. Ein Feuerwerk? Ja. Finden Sie das gut, in diesen lausigen Zeiten das Geld der Gemeinde zu verpulvern? Gestiftet vom Auto aus Wöller und Gönnern. Also. Dr. Allgeier, ich weiß nicht, ob Sie nicht in der Mitte... Oh, Entschuldigung. Schwester Felicitas, ich reiche weiter. Oh. Ja? Hanna, du musst unbedingt kommen, sonst sind die weg. Langsam, langsam, fair. Das Brautpaar. Der junge Mann hat das Teil gefunden für sein Auto, was ihm jemand ausgebaut hatte. Damit er nicht nach München fahren kann. Und Agnes hat es ausgerechnet im Tiefkühlfach vom Kühlschrank versteckt. Wo in jedem Krimi im Fernsehen die Cops zuerst nachschauen. Im Fernsehen? Woher weißt denn du das? Na, das weiß doch jeder. Ach, na gut, ich bin gleich da. Notfalls legst du dich halt vors Auto, ja? Oh Mist! Die Kontakte sind voll mit Kondenswasser. Aber probier noch mal. Stopp, 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 das bringt alles nichts. Wir müssen warten, bis das Teil aufgetaut ist. Oder haben Sie zufällig einen Föhn? Und wenn, dann würde ich Ihnen den bestimmt nicht geben. Ja, klar. Bitte, können Sie ihm Herrn Bräutigam nicht klar machen, dass es sich einfach nicht gehört, Schwester Hanna und Maria so zu enttäuschen, nach all dem, was die beiden für sie getan haben? Bringt doch alles nichts. Komm, versuch einfach nochmal, ja? Und ein bisschen länger. Also, Herr Steffen! Tut mir leid, Schwester, aber Kaltental ist nun wirklich nichts für uns. Schwester! Dann muss ich eure Hochzeit also wieder absagen. Wie jetzt? Da wird dein Vater aber enttäuscht sein. Sie haben ihn rumgekriegt? So gut wie. Und ein Polterabend mit Feuerwerk ist auch noch drin, wenn ihr jetzt endlich so erwachsen werdet, wie ihr immer tut. Also, was ist denn? Da kommt Agnes mit dem Herrn vom Oberforstamt. Wartet hier, lauft nicht weg. Ist doch alles super jetzt. Und das glaubst du der Schwester? Heiraten und Feuerwerk und alles? Ja. Und, Herr Doktor, was meinen Sie? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe lange nicht mehr so einen naturbelassenen Wald gesehen. Ja, sogar gesunde Eschen und Ulmen gibt es noch. Dabei sind wir nur bis zum Steinkreuz am Bach gekommen. Ich muss natürlich erst noch mit den Kollegen im Amt reden, aber ich meine, soweit ich das beurteilen kann, würden sich Ihre 120 Hektar wunderbar für die Erweiterungen des Naturschutzgebietes eignen. Na, endlich mal eine gute Nachricht. Was halten Sie davon, wenn wir das mit einem Gläschen Holundersekt begießen? Oh, bitte nicht. Ich muss sofort zurück nach München. Die Mutter, du weißt schon. Aber wenn Sie mit der Bahn fahren wollen... Nein, nein, schon in Ordnung. Auf Wiedersehen. Grüß Gott, Sie hören von mir, ja? Gut. Wiedersehen, Wiedersehen. Danke. Und wann, glauben Sie? Naja, also ich meine, so 14 Tage bis 3 Wochen, da müssen Sie mir schon Zeit geben, ja? Gut. Gute Heimfahrt. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt trink noch einen Tee. Okay. Ich
will aber wieder nach Hause. Gleich, wenn der böse Onkel Wolfgang weg ist. Böser Onkel Wolfgang. Also Sie haben es nötig. Also holen Sie Ihren Ständerblock und dann los. Du reißt dich gefällig zusammen, weil von so einer Erkältung, da stirbt man nicht. Hast du Fieber? Nein. Husten, also gute Besserung. Los, auf den Kampf. So, und wenn der Böller glaubt, er kann mit uns Schlitten fahren, da hat er sich aber gewaltig getäuscht. Ich fahre gleich etwas ganz anderes mit Ihnen. Was halten Sie von Grüner Minna direkt in die U-Haft? Sagen Sie mal, was reden Sie da? Sind Sie betrunken oder was? Also ich muss auch sagen, Wolfgang. Genau. Eigentlich müsstet ihr mir dankbar sein und auf Knien hier rumrutschen, dass ich euch 4 Jahre mit diesem Dünnbrettbohrer erspare. Also machen wir es kurz. Die Abstimmung ist ja reine Formsache, weil die Nachzählung in dem Wahlbezirk Alter Markt schon eingefehlt ist. Und ich kann nur hoffen, ja, ich kann nur hoffen, dass diese Nachzählung eine Erklärung oder noch besser gesagt eine Berichtigung findet, weil es gibt erhebliche Abweichungen, was das Wahlergebnis anbelangt, in Bezug auf andere Wahlbezirke. Nämlich 44 Stimmen zugunsten eines gewissen Alger. Ja, wie geht das denn? Also, stimmen wir ab. Nein, dagegen protestiere ich. Die Abstimmung hat schon stattgefunden. Wer ist heute gekommen? Na und? Ich meine, wer dagegen ist, dass dieser Herr da mit seinen sogenannten Forschen, Jungdemokraten, hier alles auf Zack bringen will, ja, und euch zu Dorftrotteln macht, der hebe die Hand. Tja, wenn das so ist, verlabern. Schließen Sie die Tür ab. Moment mal, also so einfach geht das hier aber nicht. Ich bin verrückt geworden. Na ja, gut, dann bleiben wir eben alle hier, bis die Auszählung stattgefunden hat. Wir haben Glück, er ist noch da. Glück? Also ich weiß nicht. Ja, Glück. Mein Gott, dein Vater liebt dich doch. Und du ihn auch. Trotz allem. Hm? Ja, komm. Komm. Da ist er. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Muss das sein? Ja, das muss sein. Du wartest am besten hier. Ich will ihn erst noch ein bisschen schmoren lassen. Jetzt guck mich nicht so an. Das kriegen wir schon hin. Du wirst eine schöne Hochzeit haben. Hm? Also. Herr Bannholzer. Schwester. Haben Sie das gewusst? Die Christa kriegt ein Kind. Ja, aber ich weiß das auch erst seit kurzem. Und jetzt wollen Sie mich überreden, dass ich meinen Segen für die Hochzeit gebe. Nein, die Hochzeit bei uns im Kloster fällt unwiderruflich aus. Was? Ja, die beiden sind so gut wie unterwegs nach München. Sie sind ihre Tochter also los, aber sie haben ja keine Tochter mehr, wie Sie immer sagen. Das habe ich doch nur gesagt, weil ich... Weil Sie Ihre Tochter beschützen wollen und weil Sie Angst haben, dass sie womöglich enttäuscht wird. Stimmt's? Die Christa ist das Einzige, was ich noch habe im Leben. Wenn ich gewusst hätte, dass sie ein Kind kriegt, ein Enkelchen. Bitte, Schwester, Sie müssen ihr das ausreden. Was will sie denn in München? Dann bin ich ganz alleine hier. Na ja, dann? Moment. Christa! Papa! Christa! Na dann, steht einer glücklichen Hochzeit nichts mehr im Wege. Egal, sagen Sie einfach alles ab. Ich kann ja erst weg, wenn Schwester Hildegard... Ah, da kommt sie endlich. Ich melde mich wieder, Herr Sibelius. Ja, wie? Sie sind ja immer noch hier. Ja, was sonst? Ich wollte Frau Reuter in dem Zustand nicht alleine lassen. Tja, Schwester, ich fürchte,
Wir müssen etwas unternehmen. Ich schaue erst mal nach ihr. Mutter? Oh, Entschuldigung. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass Herr Dr. Baumgärtner nahezu begeistert ist von unserem Wald. Und der Verkauf so gut wie perfekt ist. 3 Millionen. Wir haben es geschafft, Mutter. Schön. Sagen Sie in der Küche Bescheid, dass man mir das Abendessen aufs Zimmer bringen soll. Etwas Brühe und vielleicht einen Toast. Wie Sie wünschen. Tut mir leid. Ich brauche eine Auszeit. Das soll heißen, während meiner Abwesenheit führen Sie die Geschäfte weiter. Aber alle Angelegenheiten, die meine Anwesenheit erfordern sollten, vertagen Sie bitte. Was habe ich gesagt? Sie braucht einen Therapeuten. Eine Therapeutin, bitte. Von einem Mann lässt die Mutter sich nichts sagen. Außer von Ihnen natürlich. Naja, schon gut. Aber wer denn? Na, zum Beispiel die Frau Dr. Wohlschlägel. Aber jetzt... Ich sag erst unten in der Küche Bescheid. Und von wegen nur etwas Brühe. Wenn schon, dann mit einem Leberknödel. Genau. Oder zwei. Stimmen. Die können doch nicht einfach so verschwinden. Na klar, wenn du sie auszählst. Ihr streitet euch nicht. Sind wir froh, dass alles gut ausgegangen ist. Und außerdem, bei über 100.000 Stimmzetteln kann das schon mal passieren. Also dann, tschüss ihr zwei. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Also ohne mich. Jetzt warte doch mal. Hannelore, das Ganze ist doch nur ein Missverständnis. Jetzt mach doch mal die Scheibe runter. Hannelore! Herr Dr. Allgeier! Herr Dr. Allgeier, wie ist denn die Nachzählung verlaufen? Ach, fragen Sie doch nicht so saublöd, Sie Nullnummer! Ja, heißt das, dass der Wolfgang wieder Bürgermeister ist? Herr Dr. Allgeier! Wolfgang! Das ist die erste Dame, die in der 900-jährigen Geschichte Kaltentals vom Bürgermeister höchstpersönlich über die Schwelle des Rathauses getragen wurde und, schau, zu ihrer Kutsche gebracht wird. So, setzen wir dich in das Auto rein. Kannst du dich schon anschnallen? Und werd so schnell wie möglich gesund, ja? Weil ich brauche deine Marianne. So, voll aber jetzt geht's rund, ja? Konjunkturprogramm, Arbeitsplätze, Kreditbeschaffung. Kann ich auf Sie verlassen? Ich werde mein Bestes tun, Herr Bürgermeister. Das weiß ich. Schade. Schade, dass Sie nicht mit dem Ochsen fahren können, weil, wie Sie den Schlüssel zwischen Ihr, ich meine, in den Ausschnitt haben fallen lassen, das ist schon Schabbos wert. Das geht leider nicht. Aber ich werde mir Ihr Feuerwerk vom Balkon aus ansehen. Tun Sie das! Und darf man gratulieren, Wolfi? Ja, ich kann ja verstehen, dass du stinkig bist, aber du als Selbstständiger, du musst mich doch auch verstehen. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Ich höre Stimme vom Verstorbenen. Jetzt hör auf mit dem Scheiß, Wolfi. Schon wieder? Das ist ja gespenstisch. Also, Wolfgang, ich bitte dich. Du bist für mich gestorben. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du so klein sein, dass du ohne Einäscherung in eine Urne passt. Gut, dass ich Sie erwische, Herr Wöller. Dann bleibt es also beim Feuerwerk nachher? Ja, wie verrückt. Punkt 10 Uhr. Ja? Hast du gehört? Dein erstes Feuerwerk. Der Onkel Wolfgang ist nämlich wieder der Bürgermeister. Hm? Ist er nicht goldig, der Kleine? Ganz der Vater, meint die Oma. Das arme Kind. So, das ist ein bisschen Holunder und der Sekt von der Schwester Agnes. Was ist denn hier los? Ja, jetzt lass doch erstmal noch kurz sehen. Oh mein Gott! Sind die süß! Heute Abend! Kommt, feiert mit! Na kommt! Heißt es, du hast den Bannhölzer rumgekriegt? Rumgekriegt ist gar kein Ausdruck. Er kommt gleich her. Er zieht sich nur schnell um. Habt ihr mitgekriegt, wie die Abstimmung für Herrn Wöller ausgegangen ist? Nee. Na dann. Also, auf unser Brautpaar.
Ja? Felicitas. Ich wollte bloß mal riechen. Mach's dir doch nicht so schwer. Hol dir einen Apfelsaft. Apfelsaft. Da ist er. Na komm. Papa! Servus. Na komm her. Überraschung dabei. Hühner? Lela, hast du etwa die Hühner mitgebracht? Ja, ich dachte, wir haben so einen großen Garten. Also ehrlich, Lela, was soll ich denn noch alles machen? Wieso? Ich kümmere mich doch um sie. Ach, das kennt man doch. Dann bleibt wieder alles an mir hängen. Ach, Agnes, jetzt sei doch nicht so. Still, Herr Hund, du machst ihm Angst. Genau, Herr Hund. Wenn er sie erwischt, dann bleiben sie sowieso nicht mehr lange am Leben. Ich pass schon auf. Bitte. Bitte, Agnes. Die sind so niedlich. Lass es uns versuchen. Hm? Schau mal, was Papa mitgebracht hat. Das Brautkleid meiner Mutter. Und im Ochsen habe ich auch angerufen, da kommt jetzt gleich ein Lieferwagen und bringt ein zünftiges Buffet zum Polterabend. Also Schwester Hanna, das werde ich Ihnen nie vergessen. Kann ich mich irgendwie revanchieren? Ja, unser Badewasser wird nicht mehr richtig warm. Vielleicht könnten Sie sich mal den Boiler anschauen. Gerne. Aber das macht mein Geselle. Kommt wohl niemand mehr. Kann ich die andere Flasche wieder in den Keller bringen lassen? Ja, Undank ist der Weltenlohn. Ach, jetzt nimm's nicht so tragisch. Ich meine, eine Sensation ist es nicht gerade, dass du wieder gewonnen hast. Du gewinnst doch immer. Und das seit über 30 Jahren, oder? Hm. Trotzdem. Es ist so einsam an der Spitze. Oh, das Feuerwerk! Das heißt, der Herr Böller hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Böller. Ach was, ich hätte lieber im Bett bleiben sollen. Ach, jetzt freuen Sie sich doch ein bisschen, hm? Ja. Schauen Sie mal, der Herr Wannholzer ist da. Und morgen ist Hochzeit und Sie sind herzlich eingeladen. Ihre erste Amtshandlung in Ihrer neuen Legislaturperiode. Was immer Sie sagen wollen, sagen Sie nichts. Bitte. Woher wollen Sie wissen, was ich sagen will? Ach, Herr Böller. Schönes Feuerwerk, wollte ich sagen. Schönes Feuerwerk,